So, da sind wir wieder. Der Andi ist da und ich klicke jetzt auch. So, jetzt klicken wir jo. Das Video weg. Das haben wir vorhin schon mal gesehen. Warten wir gerade, bis der Ladebalken durch ist. Ja, wir werden jetzt meine Mission machen. Danach gehen wir, glaube ich, auf Andis Schiff, machen seine Mission. Und... dann geht's auf den nächsten Planeten. Und dann geht's auf den nächsten Planeten, genau. Also volles Programm noch. Keine Langeweile sollte aufkommen. Ich verlaufe mich immer noch auf meinem Schiff. So, hier oben lang. Und dann die Sternkarte auf und Reise nach Tavus Schiff. Reise nach Tavus Schiff müssen wir gerade suchen. Taris, da. Nee, Schattenfaust. Wo ist denn die? Ich finde gerade die Quest gar nicht an. Muss aber eine Maus drüber halten, zeigst du das dir eigentlich an? Nö, macht er nicht. Welchen der fünf Gebiete? Da, Tavus Schiff, ich hab's. Okay, Reise, jetzt reisen. Ja, und auf geht's. Genau. Na, los geht's. Wo war jetzt der Ausgang? Oh Leute, ich komme auf diesem Schiff nicht klar. So. Und raus geht's. Ich hoffe, dass es klappt. Dass ich jetzt nicht wieder 5 Minuten Ladebalken habe. Nein. So. Buffen wir mal. Andi den Buff geben. So, dann würde ich sagen, wir behalten erstmal. Oder wollen wir den dicken mal nehmen? Komm, wir zeigen einmal den Roboter, ne? Ja. Zeigen wir ihn einmal. Und stellen ihn auf Schaden statt Tank. Und gucken wir uns einmal an. Okay, ab geht's. Wo müssen wir lang? Hier? Nee. Ja, hier ist ein Kasten. Hey, ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, was für eine Explosion, Alter. Oh, was habe ich am Leben verloren hier? Ist aber eigentlich gebufft von mir. Ich hole lieber die Heiler wieder raus. Ich verliere auch zu viel, Leute. Tut uns ein bisschen leid, aber wir brauchen den Heal. Melde mich zum Dienst. Und jetzt können wir auch mal gucken, was die Alte uns reindrückt hier. Was hat sie? Stillhalten. Oh. Hat schon ein bisschen was gebracht. Noch nicht viel. Ich brauche unbedingt eine Waffe für die Alte. Wir müssen da mal drauf achten, Andi. Ja. All die Gegner sind hier nicht ohne. Nee, es ist Level 24 eigentlich mal. Sowas Schweres hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, hä? Oh, da ist... alter Flammenwerfer! Du bist durch Palle durchgegangen. Immer wieder hochheilen hier. Ja, mal gucken, ob bei der Tussi alles aktiviert ist. Hier sind noch mehr Fallen. Vorsicht, rechts rum. Und dass die Roboter durch. Ja, war ja klar. Ja, dann sollen die erst herkommen. Ich bomb die weg. Okay. Können wir die. Ah, da können wir ja auch die Fallen ausstellen, okay? Die kann ich ausstellen, Andi. Kann man? Ah, ja, ja. Ah, ich hab die falsche aus. Ach, Mann. Okay. Oh, einen blauen Gegenstand, oder? Die ist aus. Was haben wir denn hier? Stärke, Ausdauer brauche ich nicht. Gier. Ich aber. Jetzt diesen. Oh, ich muss hier jetzt mal heilen, weil ich tot bin. Also, das ist gerade ein bisschen heftig hier. So, weiter geht's. Hier soll ich eigentlich irgendwas anklicken. Aber das geht nicht. Das
blinkt, aber ich kann es nicht anklicken. Habe ich irgendwelche Missionen gegenstanden? Nee. Vielleicht muss ich alle Fallen ausstellen. Weißt du, weil diese Falle hier noch an ist. Nee, die ist aus. Die muss ich noch machen hier. Ja. Wollte ich denn... Ach ja, meinen schönen Gegenstand benutzen hier. Taille. 5 Stärke, 2 Ausdauer. Ich krieg hier die ganzen... Jetzt sind die Fallen wieder mehrere an. Oh ja, ich sterbe ich. Also die Fallen kriege ich irgendwie nicht aus. Jetzt sind irgendwie auch wieder mehrere an, ne? Ich kann helfen. Keine Ahnung. Und jetzt gerade laufen, egal, weiterlaufen. Ja, einmal weitergehen. Alles voll mit Fallen hier. Hier kommt man durch. Aua. Noch nicht. Hier links. Hier haben wir aus. Okay, den habe ich entschärft. Jetzt müssen wir den hier entschärfen. Okay, den habe ich jetzt entschärft. Jetzt und ich bin tot. Echt? Ja, muss auf die Viecher aufpassen. Danke. Alter Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen irritierend hier. Jetzt dürfen wir hier lang. Jetzt muss ich den hier deaktivieren. So, jetzt habe ich den deaktiviert. Dann muss ich den jetzt down machen da vorne. So, dann muss ich... Ja. In der links. Alter! Meine Tussi ist schon wieder tot. Ey, einfach durchlaufen, echt. Wo müssen wir jetzt hin? Nach da vorne. Einfach durch jetzt. Oh, stopp, heilen. Und durch. So. Und den hier deaktiviere ich. Ne, auf dieser Seite nicht. Eigentlich auf der anderen Seite. Ach komm, ja, schlecht hier. Habe ich gemacht. So. Jetzt soll ich dahin. Da hinten ist noch einer. Erstmal wieder hochheilen. Gerade eine assige Quest, wenn ich ganz ehrlich bin. Und den auch deaktivieren. So, haben wir. Jetzt ist alles deaktiviert hier. Noch einen weiter, ja. Jetzt müssen wir noch einen weiter. Ein blauen Gerät hier. Und den deaktivieren. Mal guck. Okay. Naja, wir hätten einfach weiterlaufen müssen vorhin. Und nicht so lange versuchen, die zu entschärfen. Schön, euch wiederzusehen, Lieutenant. Ihr seid doch jetzt Lieutenant. Ihr habt euch gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Das ist dein Kumpel. Ich bin wirklich froh, dass ihr die Zeit erübrigen habt. Ja, das war früher ja der vom Chaos-Trupp. Zu besuchen. Es hat mich einige Mühen gekostet, das zu arrangieren. Gibt auf. Im Namen der Republik, ich befehle euch aufzugeben. Wisst ihr, ihr wirkt wirklich bedrohlich über Holo. Vielleicht überlege ich es mir sogar. Darüber reden wir später. Ihr habt mir eine Menge Schwierigkeiten bereitet, Lieutenant. Einige bezeichnen euch sogar als meinen Erzfeind. War das euer Ziel? Sprechen wir über euch. Was ist euer Ziel, Tavus? Warum tut ihr das alles? Mein Ziel, unser Ziel, ist der Kampf gegen das Unrecht. Die Niederstreckung der größten Mörder überhaupt. Tupfer, sogar Captain Andrik. Was stimmt nicht mit euch? Sie waren Helden, Lieutenant. Sie waren Verräter. Eure Gefährten haben... Siehst du das Gespräch? Genau wie ihr. Ja. Ihr seid so dumm. In meiner ganzen Laufbahn gab es nur einen Gegner, der genauso lästig war wie ihr. Die imperiale Schattenfaust.
Eine der besten Elite-Einheiten des Sith-Imperiums. Fünf der tödlichsten Agenten des Imperators. Ach, ich kann es nicht glauben. Gibt bitte auf, Tavus. Hört auf, bevor es noch mehr Opfer gibt. Ich habe gerade erst angefangen, Lieutenant. Der Chaos-Trupp und die Schattenfaust haben oft gegeneinander gekämpft. Es war ein ewiges Unentschieden. Wir waren die schlimmsten Feinde. Ja, ich komme und alleine, ja, und trete euch alle in die Mäufolge. Begrüßt meine fünf neuen Freunde. Ah, Hinterhalt, nur hier mit ihnen, nur her mit ihnen. Ich lerne immer gern neue Leute kennen. Um 1 Uhr nachts genau fällt das Lesen immer schwerer. Es ist schon längst an der Zeit, dass ihr einen qualvollen Tod erleidet, Lieutenant. Ja, ja, geh kacken, Alter. Ah, geh zu deiner Mutter, du altes, erbärmliches Muttersöhnchen. Komm hierher und quassel da oben mich rum, du kleiner arrogantes Drecksack. Ich stell mich da oben hin, ich hab die Hosen voll. So. Und was jetzt? Das waren 2 von denen. Ja, jetzt sollen wir hier weitergehen. Oh, da ist der nächste. Na du alter Bart. Ich mach dir nun recht. So. Einen noch. Ja, ich muss hier gerade was aufheben. Ja, wir wollen ja die Quidditz nicht liegen lassen. So, jetzt kommt er selber, ja? Ist er nicht so feige? Erscheint er selber. Das ist zu früh durchgelaufen. Da ist er. Ja, da ist er. Kommt, Papa. Das ist ein Kolbenschlag ins Maul. Oh, eingefroren. 443er Healer hat's mir gerade gewundert. Schlecht. Es wird. So, was haben wir denn hier? Zielgenauigkeit, Ausdauer und Angriffskraft. Mir bringt das minus 12 Ausdauer. Für meine Tussi bringt das 7 Zielgenauigkeit und 11 Angriffskraft. Ja, dann kriegt meine Frau wohl eine neue Brust. Deine Frau. Ja, meine Frau kriegt jetzt eine neue Brust. Passt mal auf hier. Ne, jetzt gibt's Implantate. Und plups. Oh, jetzt habe ich selber angezogen, ich Schwachkopf. Und schwupps. So, und jetzt kriegt's mein Gefährte. Und schwupps. So, jetzt hat's rot. Ah, guck, jetzt perfekter Anzug. Ja, so langsam passt es. So, was müssen wir jetzt? Na, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Na, wahrscheinlich dieses Gerät hier. Ja, habe ich aufgenommen. Und tschüss. Ja, zeig nichts mehr an. Benutze das Holo-Terminal deines Schiffes. Okay, zurück. So, wir laufen und laufen und laufen. Da sind wir, diese Scheißviecher. Okay, wir ignorieren, einfach laufen. Ja, ich laufe auch einfach weiter. Aua. So. Muss ich machen, weil unsere Tussis haben gekämpft. So. Oh, die werden irgendwann nachgekommen. Weiter geht's, weiter geht's. So langsam wird der Heal echt besser. Nur eine neue Waffe. Jetzt muss Andi erst drücken und dann ich. Ich hoffe, dass Andi jetzt mal auf dem Schiff landet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil wir müssen gleich eh zu seinem Schiff. Um seine Quest zu machen. Ich bin jetzt auf meinem Schiff. Ja, ich bin auf meinem Schiff. Gut, ich mach grad mein Holo-Gespräch und dann komme ich zu dir. Dann ist meine nämlich beendet. So. Lieutenant, berichtet. Konntet ihr Tavus neutralisieren? War da jetzt Tavus bei? Irgendwie kriege ich gar nichts zum Anklicken. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Hört man mich noch? Andi? Ja. Ja, aber ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Ich habe die Aufnahme mal gerade gestoppt. Irgendwie ging das gerade nicht weiter. Berichtet. Konntet ihr Tavus neutralisieren? Ich kann nichts anklicken bei der Quest irgendwie. Da passiert nichts, Andi. Was machst du denn gerade?
Ich soll dir das Holo-Terminal. Die Tussi sagt, habt ihr Tavus getötet. Da bekommt aber nichts mehr. Ich kann nichts anklicken. Ich konnte Tavus bei den hat er nicht eingeblendet. Nicht, ich habe jetzt einfach 1 gedrückt. Wie ich ihn kenne, hat er euch aber eine Überraschung dargelassen. Ihr habt ein militärisches Gerät von unschätzbarem Wert gesichert. Und das inmitten einer großen Gefahr. Das war gute Arbeit. Ja, da war wohl gerade ein kleiner Bug, dass er das Menü nicht angezeigt hat. Wir müssen vorgehen wie ursprünglich geplant. Aber gehört halt beim MMO-Spiel dazu. Ziele bestimmt. Tatooine und Alderaan. Ich flieg schon mal nach... nach Tatooine. Reist sofort. Fliege ich. Gaza, Ende. Brauchen wir deine Nebenquests nicht mehr machen? Hä? Ich soll reisen nach... Ja, wir müssen erst mal auf ja, Reise nach Alderaan oder Reise nach Tatooine? Ja, nee, ich muss meine Quest noch machen, aber wir brauchen erst noch einen Planeten, wo du auf mein Schiff kommst. Weil ich jetzt auch noch da bei dir in der Stone bin. Also irgendwas stimmt hier bei mir gerade nicht. Ich kann nichts öffnen auf ein Schiff, geschweige irgendwas anderes. Ich muss mal gerade die Aufnahme stoppen, Leute, bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück. Wir hoffen, dass es jetzt funktioniert. Jetzt haben wir nämlich ein neues Blastergewehr bekommen, aber das ist schlechter wie unseres. Und wir haben ein neues Implantat bekommen. Ich glaube, Implantate an die 2 oder 1? 2. 2. Also, meines Wissens. Nehmen wir das Implantat auf jeden Fall mit. Du könntest ja C drücken, dann siehst du es. Implantat sind 2, jawohl. Gut, die Waffe ist schlechter, das Blastergewehr, aber das macht ja nichts. Aber wir haben 2 Implantate. So, 5500 Leben. Dann möchte ich L drücken und dann kann man nämlich gucken. Die eine ist ab 24 der Planet und der andere Planet 28. Also fliegen wir nach Tatooine. Tatooine. Genau. Da ich bin, um dann loszufliegen wieder, um meine Klassenquest zu machen. Gut, ich fliege jetzt erstmal nach Tatooine. Weißt du, wo der Planet ist? Bin schon da. Lad mich mal in eine Gruppe erst, bitte. Jo. Es kann nämlich sein, dass wir gleich noch auf Andi seine Zone wechseln müssen. Ich kriege gar keine Einladung. Versuch's. Ah, jetzt annehmen. Gut, und jetzt nach Tatooine. Jetzt sehen wir nämlich, wo Andi ist. Und Andi, da müsste Tatooine sein, genau, von 24 bis 28. Da sieht man, wir sind jetzt schon 2 Level über dem Planeten. So, also auf jeden Fall... Leckt der Server gerade übelst oder es liegt an irgendwas anderem? Oh. Bitte kommen, Lieutenant. Ich habe gerade ein Holo-Gespräch. Einen Augenblick noch, Andi. Ich sehe, ihr seid in Anchorhead gelandet. Anchorhead. Tatooine ist ein weitläufiger und gefährlicher Wüstenplanet. Und ich fürchte, ihr könnt bei eurer Mission dort nicht auf die Unterstützung der Republik zählen. Kein Problem. Ich arbeite sowieso besser alleine. Ich habe nicht gesagt, dass ihr vollkommen alleine sein werdet, Lieutenant. Oh, Tussi, du regst mich auf. Aufgrund fehlender militärischer Mittel habe ich Kontakt zu einem Einheimischen hergestellt, der euch bei eurer Mission helfen wird. Oleg Claren, der Bürgermeister von Anchorhead. Ja, ja, ja. Bürgermeister Claren ist zwar kein Soldat, aber er kennt das Gebiet äußerst gut und kann euch die Ressourcen der Stadt, was auch immer das sein mag, zur Verfügung stellen. Sehr gut. Ich werde mit dem Typen reden. Aber denkt daran, dass diese Operation streng geheim ist, Lieutenant. Ich habe Bürgermeister gesagt, dass ihr... Boah, Andi, die geht mir auf den Sack. Ey, ich hoffe, dass ich der irgendwann einen Headshot geben darf. Verstanden. Positiv. Ich werde vorsichtig sein, General. Sehr gut. Das wäre alles für den Augenblick. Fahrt mit der Operation fort. Gaza, Ende. Ja, endlich. Ja. Tussi-Gespräch ist beendet. Irgendwie hängt das Spiel ein bisschen bei mir. Keine Ahnung, warum. So, wir verlassen jetzt das Schiff und sehen endlich zu, dass wir zu Andi kommen. So. Sie werden erfreut sein, dass ich... Ja, halt die Fresse, du R2, B2, da. Mach mein Raumschiff sauber. Ja, mach die Flecke weg. ich hatte nämlich überschüssige Energie. Oh, der Wüstenplanet ist der, Leute. Der ist cool. Von der Aufmachung her fand ich diesen Planeten sehr geil. Auf der anderen Seite. Ja, wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall hören wir uns in dem nächsten Video wieder bei Andi seiner Klassenquest. Ciao, Eloi, bis demnächst.